Straßburg. Wieder Sitzungswoche des Parlaments von Montag bis Donnerstag. Wieder viele Themen, die behandelt wurden. Viele wichtige Themen, die Europa befassen. Aber über allem lag schon die Spannung, wie geht das eigentlich mit dem Freihandelsabkommen mit Kanada weiter, mit dem berühmten CETA. Es hat uns schon sehr aufgeregt, dass Europa in der Gefahr ist, sich lächerlich zu machen, dass sie ein solches wichtiges Projekt, wie viele andere Projekte in der Vergangenheit, Freihandelsabkommen mit anderen Staaten und der Europäischen Union, jetzt daran scheitert, dass ein Regionalparlament nicht einverstanden ist. Oder besser genau gesagt, den Eindruck erweckt, nicht einverstanden zu sein. Denn alle Sachfragen, die vorgetragen werden, sind eigentlich in diesem Vertrag geregelt. Dieses CETA ist ein hochmodernes, neues Freihandelsabkommen. Viele der Schwächen der alten Modelle sind gelöst. Und wir wollten es doch. Größere Wirtschaftsräume für Handel und Wandel. Mehr Möglichkeiten, den Vertrieb und den Kauf von Dienstleistungen, von Waren, von Produkten zu ermöglichen. Übrigens auch damit Einfluss zu nehmen auf die Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz. Denn wenn man die festschreibt, gelten die natürlich auch für andere Stellen. Eine Riesenchance ist in Gefahr, vertan zu werden. Aber ich hoffe, dass es am Ende doch noch eine Lösung gibt. Aber den Eindruck, den die Europäer hinterlassen, obwohl sie gar nicht verantwortlich sind, sondern nur ein kleines Regionalparlament, ist schon fatal. Naja, und dann werden wir in ein paar wenigen Tagen, nämlich am Wochenende, wieder die Umstellung der Uhren haben. Sie wissen, das ist kein extrem wichtiges Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, weil es bedeutsam ist dafür, dass Politik offensichtlich nicht in der Lage ist, einen Fehler, den sie begangen hat, auch wieder zurückzunehmen. Und deshalb müssen Menschen sich diese Unannehmlichkeiten und die Kosten, die entstehen, in Anspruch nehmen. Und deshalb leiden Menschen darunter und deshalb wird am Ende auch der ein oder andere gesundheitliche Schaden dadurch entstehen. Das könnten wir uns sparen, wenn wir die Kraft hätten, diese Entscheidung zurückzunehmen. Also daran denken, am Sonntag werden die Uhren umgestellt. Leider wieder.